Hallo und herzlich willkommen. Wir sind mal wieder auf dem C64. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir diskutieren, wann der Retro-Gamer auch den C64 als Flop-System mal irgendwie outen wird. Das passiert wahrscheinlich irgendwann noch weiter bei ihren geilen Top Tens. Ja, das ist Cosmic Arc für den C64. Jetzt wird einer sagen, hä? Richtig, das ist, wenn man so will, eine Homebrew-Version davon. Und die Version, die wir jetzt zeigen, ist von 2015 und ich nehme es vorweg, fehlerfrei ist sie auch nicht. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es überhaupt eine fehlerfreie Version gibt, wahrscheinlich nicht. Ich werde mich gleich ein bisschen aufregen über diese Version. Ich werde gleich was zu lachen haben. Der Starkiller wird es gleich sein, das ist das beste Game ever. Das ist die geilste Port aller Zeiten. Ja. Übrigens, ihr seht, adaptiert von der Atari 2600 Version. Auch die VC20-Version von Cosmic Arc ist scheißenstark. Wenn ich das noch richtig weiß. Glaube ich. Und ich prangere es hier sofort an. Du weißt es, ich alter Nörgelkopf. Man fängt nicht auf dem Planeten an. Normalerweise fliegt man auf diesem Planeten erstmal zu. Man muss sich ja schließlich erstmal verdienen, dass man auf dem Planeten irgendwelche Viecher sammeln darf. Richtig. Cosmic Arc vielleicht für die zwei Leute, die irgendwie unterm Stein leben. Die soll es ja geben. Ist tatsächlich der Nachfolger zu Atlantis. Also, um es vorwegzunehmen, wir haben bei Atlantis nicht gewonnen. Und deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach einer neuen Welt. Und das ist Cosmic Arc. Genau. Das ist tatsächlich, und jetzt kommt wieder hier so Guinness Buch der Rekord, ich glaube tatsächlich, das erste offizielle Sequel aller Videospiele ever raus. Und ihr seht, manchmal verstehe ich nicht, warum man auf einmal keine Zeit hat. Ich glaube, beim Atari ist das alles sinnvoller. Ach so, jetzt muss ich sogar komplett alles machen. Genau. Ja, das hatten wir gerade beim Testen auch nicht, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ja gut, sollst du vielleicht noch erwähnen, dass wir beim Testen die 99% Version genommen haben. Ja, wir hatten aber gerade noch mehr Fehler hat. In diese Version auch reingeguckt, weil da hatten wir nämlich einen schönen Gag. Ich konnte irgendein Tier, also es sind irgendwelche Lebensformen, die man hier irgendwie klaut. Also sprich, man spielt hier so ein bisschen, ja, Moses und infiltriert. Nee, der Typ mit der Eiche war Noah, nur so nebenbei. Stimmt. Komme ich jetzt auf Moses? Ich muss das war wissen. Das war der, vor dem das Wasser Angst hatte. Wer hier Grüße, das Bibelquiz und die ganzen Bibelgame. Ich blamier mich. Ich, Alter, hier, der die Karriere noch gemacht hat in der katholischen Kirche. Der mit Pech Papst geworden wäre. Ja gut, aber du hast dann irgendwann aufhören müssen, weil du einfach zu alt wurdest. Da warst nicht mehr deren Zielgruppe. Ja. Wenn ihr wisst, welche Zielgruppe er meint, dann dann überlegt mal, welcher Candy es war. Genau. Da fällt mir gerade ein, wann schauen wir uns endlich das Verkehrsvideo an? Herzlich willkommen zu Kinder im Verkehr. Teil 2. Ja. Das kriegt ihr auch noch irgendwann. Mal gucken, vielleicht kriegt ihr das in der Woche, wo wir das hier machen. Mal gucken. So. Also, die Version ist stabiler als die Version, die wir getestet haben. Aber wie gesagt, fehlerfrei ist sie nicht. Und zum Beispiel solche Sachen, warum man auf einmal in dieses Raumschiff nicht reinkommt und so, ist nicht so ganz nachvollziehbar. Wir hatten dann irgendwann bei den Metroiden in der Testversion auch irgendwelche Metroiden, die in Schlangenlinien sich bewegen, was den Abschuss nicht so einfach macht. Bin mal gespannt, ob das gleich gefixt ist. Sonst, wenn irgendeiner fragt, ich bin ja ein ganz großer Imagic-Fan auf dem Atari. Wahrscheinlich so genauso wie Activision. Also, ich glaube, zusammen mit Parker, glaube ich, haben die, glaube ich, das Beste gemacht, was es auf dem Atari gibt eigentlich. Abgesehen von Atari waren die drei natürlich großen, selber. Definitiv. Cosmic Arc war oder ist, glaube ich, immer noch, da ist es tatsächlich immer noch, das geht auch schon in Schlangenlinien, aber kann man trotzdem noch packen, ist, glaube ich, tatsächlich immer noch mein Favorite. Tatsächlich mehr sogar als Atlantis. Und ich prangere an, dass wir dieses Spiel nicht auf dem Videopack hatten. Da hat man nur Demon Attack und Atlantis. Atlantis, Demon Attack. Da! Hast du gesehen? Da. Schon wieder? Ja, ich hab's gesehen. Bullshit! Kannst du nicht schräg schießen? Bullshit! Jetzt geht's wieder los. Worst game ever. Krieg einen Hals.
Deswegen, ach, was, Quatsch. Ach was, Quatsch, du bist einfach nur nicht in der Lage, das zu treffen. Das Spiel ist doch hervorragend. Super. Best Game ever. Best Conversion das, hier, ever. Hier, Atari Lazy Port. Hier. Ach was, Quatsch. Du erzählst doch nur Blödsinn hier. Ja gut, das mache ich ja jetzt seit 3000 Videos, aber das hat noch keiner gemerkt. Ich mache das seit gefühlten 3 Kanälen. Man will es immer einen draufsetzen. Da, wieso? Muss es schräg schießen. Ach, das ist ein Scheiß. Also das ist, wir mussten gerade lachen. Da stand übrigens so eine Texttafel. Okay, das war jetzt mal ausnahmsweise mal mein Fehler. Aber da stand da so geil. Hallo, ich hab links gedrückt. Hallo. Ich weiß, wir sind in einem Rechtsstaat, aber ich hab links gedrückt. Ich würde mal die Batterien der Tastatur wechseln. Das hat nichts mit den Batterien der Tastatur zu tun. Und dieser Gag wird mit Malen auch nicht besser. Das ist links. Das war übrigens bei der anderen Version auch so, dass das links ein Problem hat. Kann es sein, dass die ASCII-Abfrage mit links nicht gut ist? So, komm, nicht den Tag vom Arm loben, danke. Ja, also, geht doch. Ja, ja. Manchmal geht's doch. Ich weiß, ja, ja, ich weiß nicht, was du hast. Es funktioniert doch alles. Ja, 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 genau. Geh jetzt mal so ein paar Pilze fangen hier. Sehen irgendwie aus wie, was weiß ich was, wie die komischen Pilze bei Centipede. Hat Ähnlichkeiten. Hm. Ich glaube, Centipede gab es, glaube ich, auf dem C64, ne, von Atari. Das gab es. Hier übrigens auch, ne, für die zwei Leute, die keine Ahnung haben, Atari hat für die anderen Computer und Konsolen unter dem Namen Atari Soft ganz geheimnisvoll produziert. Kommt man ja gar nicht drauf, wie das ist. Überhaupt nicht auffällig. Wo sind die Türme? Ah! Was war das denn jetzt gerade? Ist das mal wach geworden, oder was? Ich meine, so eine Scheiße gab es im Original auch, das weiß ich. Ja, irgendwann wurde es halt fast unspielbar. Boah! Aber der Start war doch geil. Na ja, gut, das war mein Fehler. Okay. Vielleicht geht's auch nicht nach rechts, wer weiß. Nee, das. Ach, die sind unterschiedlich schnell. Na, also lohnt sich doch. Auch ist Game Over. Das ist Unterschied. Was ist das denn für eine Scheiße? Der Trick ist, wer das vom Atari kennt, der weiß, das konnte man eigentlich selbst im höheren Schwierigkeitsgraden hinkriegen, weil das war im Rhythmus. Also das heißt, die Geschwindigkeit war, die war dann irgendwann bei Level 20 zwar nahezu unspielbar, aber der Rhythmus war gleich. Aber hier auch noch mit Rhythmuswechsel. Alter, habt ihr einen Knall? Ich möchte kurz etwas dazu sagen. Und jetzt hört zu, ihr Retro-Community da draußen. Jetzt spricht der Retro-Papst. Ich möchte kurz sagen, dieser Port ist nicht fertig. Das ist so wie Games, die heute released werden. Hier brauchen wir einen Day-One-Patch. Wobei ich doch was hinzufügen möchte. Gerne. Die PC-Version von Batman braucht jetzt einen Day-120-Patch. Falls ihr übrigens, da möchten wir uns einfach mal hier auch... ihr wisst ja, ich bin ja auch eigentlich ein PC-Zocker und möchte mich von diesen konsolären Kevins da sowieso distanzieren. Möchte ich kurz sagen, wir alle, also ich vielleicht nicht und der Starkiller vielleicht auch nicht mehr, wir werden das vielleicht nicht mehr erwähnen, aber ich vermute mal, Batman läuft stabil, wenn der Berliner Flughafen fertig ist. Vermutlich 2250. Ich würde es anders sagen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was wird zuerst passieren. Batman läuft stabil oder der Berliner Flughafen wird fertig. Oder, pass auf, jetzt hier, Achtung, politisches Kabarett. Es kommt Chuck Norris. Politisches Kabarett? Ja gut, der schafft alles. Aber jetzt politisches Kabarett. Cosmic Arc wird gepatcht. Gut, das kriegt Chuck Norris auch in innerhalb von einer Minute hin. So ist es nicht. Ich glaube, wenn die mir den Code hier geben, das kriege ich sogar noch hin. Liebe Freunde da draußen, wenn ihr mal hier jemanden sucht, der hier Bugfixes macht, ja, und zwar auch Sachen fixt, der diese Sachen gespielt hat, und nicht du, Kevin, mit deinen 11 Jahren, der sich jetzt am C64 probiert, anrufen. Die Telefonnummer lautet. Soll ich mich noch über die Homebrew-Szene und ihre Unprofessionalität auslassen? Dieses Ding wird wahrscheinlich noch für 49 € verkauft.
Skandal! Und natürlich auf einer Fujifilm-Diskette. Ich glaube, das Ding kriegst du nur auf Tape. Das kriegst du auf USB-Stick. Boah, das ist ein Verbrechen. Naja, egal, das war Cosmic Arc. Ich wollte euch das mal zeigen. Es ist nicht eine tolle Version. Also ich denke, ich werde mit Sicherheit unten was reinmachen, dass man das irgendwo sich auch beschaffen kann. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Es ist ja ganz putzig, wenn man sowas für andere Systeme umsetzt, aber vielleicht auch mal richtig. Ich meine, der C64 soll mit schnellen Sprites umgehen können. Das ist kein Schneider. Jetzt musst du schon wieder auf den Schneider rumbashen. Das ist so unglaublich von dir. Ich möchte kurz... Was kann der arme Schneider dafür, dass er so scheiße ist? Hier, liebe Schneider-Community, ich weiß, wir beide haben ein Herz. Ja, wir beide sind even. Wir sind auf einer Welle. Wir sind one wave. Das mit der Schneider-Farbtablette wäre natürlich geil. Schneider-Farbtabelle ist ein schwieriges Wort. Sag doch einfach mal Palette, ist so viel einfacher. Mit der Schneider Farbpalette. Extra für den großartigen Starkiller. Die Amstrad Color Palette. Which is much better than the ZX Spectrum Color Palette. Wobei der ZX Spectrum wäre wahrscheinlich, was dieses Game angeht, soundtechnisch besser als diese 64er Version, die wir haben. Das wäre auch relativ spielbar von der Geschwindigkeit. Noch irgendein System, das wir mal reinhauen soll. Warum gibt es eigentlich Cosmic Arc nicht auf dem Tiger Gamecom? Warum gibt es kein HD Remake auf der PS4? Vorsicht. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit, ich weiß nicht, wer die Imagic-Rechte heute hat, der das Ding für 79 Euro im Special Pre-Order mit 79 Euro Season Pass noch rausbringt. Und vor allem noch in der Dings-Entwickler-Version. Das ist nicht die Entwicklerversion, das ist die Pre-Order-Version. Ist das nicht eigentlich schön, liebe Freunde da draußen? Das können wir auch mal kurz machen für die Leute, die mir gerne vorbestellen. Ist das nicht schön, dass ihr eigentlich komplett an einem Beta-Test teilnehmt? Gegen Geld? Mhm. Ist das nicht super? Vor allem, wenn das Endprodukt dann doch nicht rauskommt. Ja, ich meine, das muss man ja sagen. Also Gott sei Dank, dank Steam Refund ist ja der PC-Nutzer mittlerweile relativ geschützt vor so einer Scheiße. Mhm. Die Konsolen heim ist nicht. Ist euch auch mal klar, was das mal heißt, ne? Ja. Mhm. Aber gut, wir gehören ja zu der Generation, die gerne mal auf ein oder zwei Jahre auf ein Spiel auf der PS4 warten. Ja. Ich kenne das. Ich gehöre zu denen, die bis heute immer noch nicht geschafft haben, das neue Capcom-Prügelspiel zu spielen. Und die Demo nie läuft. Das ist ganz lustig. Also es gibt schon ein paar Videos auf YouTube, also so zwei Leute müssen es schon geschafft haben, aber nicht viele. Bei mir hat es nie funktioniert, obwohl ich einen kostenlosen Beta-Test machen darf. Ja, du darfst den machen. Nicht. Aber die sagen dir nicht, wann. Mhm. Habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe übrigens, das dürfte euch alle interessieren, ich habe auch die Forschungsbestellung von dem Endprodukt dann auch jetzt storniert, weil es mir einfach auf den Sack geht. Verstehe ich gar nicht. Ja, dass du es nicht verstehst, ist mir klar. Verstehe ich gar nicht. Das ist so das beste oder beste Hinweis, wie das Endprodukt wird. Die wissen ja nicht mal, wenn sie es veröffentlichen wollen. Naja, egal. Das war Cosmic Arc Homebrew Remake. Schlag mich grün, schieß mir ins Bein auf den C64. Ist definitiv auf den Atari 2600 stärker und ich glaube, der Herr Retro Game Lord, Grüße. Schreibt auch mit Sicherheit mal rein, für welche Plattformen das auch noch gab. Ist auf jeden Fall ein Kulttitel. Also ich finde ihn geil. Und wer ihn nicht hat, holt ihn sich jetzt. Das war übrigens, glaube ich, eins, als ich mit Atari-Sammeln angefangen habe, glaube ich, eins der ersten Games, die ich unbedingt haben musste. Und ich hatte das kann ich auch verstehen. Ich hatte es nicht als erstes. Glaube ich, irgendwie Modul 15 war dann erst Cosmic Arc. Ich hatte tatsächlich Demon Attack und Atlantis eher. Gut, jetzt kann man sagen, weil Leute auch das 40 mal bei eBay anbieten, aber... War aber wirklich so. Interessiert euch wahrscheinlich ein Scheiß, aber ich erzähle das jetzt einfach mal. Es interessiert euch wahrscheinlich ein Scheiß, dass ich Atlantis viermal habe. Aber mit vier verschiedenen Covern, ne? So war das doch. Ja, die Helligkeitsstufen sind ein bisschen anders. Ja, es gibt was Geiles, das habe ich mal gesehen. Leider nie in echt. Es gibt von Imagic auch nicht nur diese Silberdinger, es gibt dann ja noch, für den Television haben sie ja so richtige Farbdisplays genommen, die sehen richtig gut aus. Mhm. Da hat irgendeiner mal ein Remake gemacht, ich weiß nicht, ob es ein Reproduction ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das im Original gab. Für den Atari auch mit diesen Bildern neu.
Also okay. Es ist aber, wie gesagt, nach meiner Meinung nach Produktion, das kann nicht sein von damals. Mhm. Es gab aber damals die Magic-Dinger in so einem schönen, hässlichen Neongelb. Das habe ich nie in echt gesehen, aber ich weiß schon, dass irgendwelche Amis und selbst Briten mittlerweile bieten das bei eBay an. Aber ich will das erst in echt sehen, weil bevor die mir da irgendwas erzählen. Sind auch übrigens meistens doppelt und dreifach so teuer wie die Silbernen. Ja, und wahrscheinlich ist dann auch Homebrew wieder. Ja, ich glaube, das ist eine Homebrew-Verpackung. Ich glaube, das ist ein und selbe Game, nur ein anderer Release. Mhm. Es gibt ja tatsächlich auch, auch damals, das mag man nicht glauben, selbst zu Zeiten der Cartridges, gibt es tatsächlich auch Games mit verschiedenen Versionsnummern, ohne Scheiß. Mhm. Die haben ja irgendwann gemerkt, wenn das eine Scheißserie war, haben sie halt eine andere produziert. Nein, es gibt von E.T. nur eine Serie. Ja, die haben festgestellt, das ganze Spiel ist was Besonderes und haben es gleich vergraben. Ja, bin ich ja immer noch stolz drauf. Es gibt tatsächlich, ihr könnt mal nachdenken, es gibt E.T. Fixed. Es hat tatsächlich einer den Spaß gemacht, alle Bugs aus diesem Game rauszunehmen. Ich würde es als Reproduction Cartridge kaufen, aber ich bin ja auch anders als ihr. Ich habe ja auch Shaq Fu im Schrank. Shaq Fu, ja. Ja. Übrigens eins der wenigen Games, und jetzt nochmal, um nochmal weiter auf dem System rumzubashen, weil jetzt quatschen wir eh schon wieder 16 Minuten, das eines der wenigen Games, was auf dem Mega Drive deutlich besser ist als auf dem Super Nintendo. Vom Sound vor allem. Nein, aber es ist kompletter. Es hat mehr Level. Ich meine, wer das bei Shaq Fu jetzt auch mehr braucht, also das ist eine andere Frage, aber... Gut, ich kenne da jemanden, der mich die ganze Zeit davon überzeugen möchte, dass ich das bei mir auf dem Kanal vorstelle. Also die Version, die ich von dir sehen will, ist gar nicht schlecht. Du musst dazu wissen, das Spiel ist scheiße, egal auf welcher Plattform. Ja, aber das Spiel steuert sich auch wie eine Amöbe, also von ja, daher. Ja, also wie gesagt, du kannst gerne jederzeit rüberkommen, wir zocken dann mal kurz die Mega-Drive-Fassung, dann sage ich dir, die Steuerung ist genauso scheiße. Ich glaub's dir auch so. Aber ja, es gibt ja tatsächlich, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Shaquille O'Neal hatte ja tatsächlich vor, hat auch einen geilen Trailer gemacht. Den müsste man irgendwo auf YouTube suchen, zu Shaq Fu 2. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Gag ist oder ob die das tatsächlich mal vorhaben. Wahrscheinlich kriegen die sogar einen Kickstarter dafür durch. Ja, gut, da ist ja nur der Name Shaquille O'Neal drin. Das reicht ja dann schon für einen Kickstarter. Ja, yeah, vor allem, du musst das Video da angucken. Also, ich meine, der Typ hat ja Humor. Ich meine, das weiß man ja. Der ist ja... Ist ja schließlich nicht der Charles Barkley. Du bringst mich gerade auf eine Idee, was wir als nächstes machen. Oh, ich wieder mal meine große Klappe. Der Charles hat auch Spiele übrigens, der Sir Charles. Ja, ja. Das war zu befürchten. Ja. Aber der gute Michael Jordan hat auch ein Spiel. Ja, die waren aber besser. Der Magic Johnson hat auch ein Spiel. So, jetzt haben wir auch fast alle durch. Larry Bird auch. Und wie ist denn der Kollege und der Dr. J? Dr. J, ja. Mhm, die haben ja gemeinsam ein Spiel gemacht. Mhm. Ich glaube, wir können da mit Sicherheit noch ein paar andere. Wird wahrscheinlich auch noch irgendwie... Gibt es nicht auch noch von... Jetzt kommen wir nicht mit Dirk Nowitzki an. Nee, Nowitzki, Schrempf hatten keine eigenen Games. Die hätte ich schon gemacht. Aber, ich glaube, da waren noch andere. Neuere. Ja, neuere Fritzen haben sich dann auch noch dran versucht. Also, egal. Wurscht. Egal. Das war jetzt Cosmic Arc. Wir sind jetzt raus. Ihr hört sowieso nicht mehr zu. Mhm. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wir sind jetzt weg. Wir sind beide weg, genau. Ciao. Bis dann. Und ein Rauschmeißer noch. Im Gegensatz zu normal Star Trek kommt hier nicht alles von rechts. Ich wollte das einfach nur mal so erzählen. Oh. Wenn ich dafür einen Content-Treffer kriege, ja. Ich schreib's in die Kommentare. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.